So. Die stellen wir mal hier hin. Wieso dreht er sich nicht? Ach so. Wieso stellen wir erstmal da ab? Ist ja egal. Hast du mir geschickt? Oh, fei, oh, wei. Warte, ich gucke gleich. Ich mache mir so gleich einen Kaffee. Ich schaue gleich nach. Ich. Oh. Moin, du alter Rumäne. Safe-Tafel. Ah ja, so eine Chemietafel, genau. Chemietafel. Und eine Dings. Hä? Achso, hier. So. Dann können wir hier auspacken. Ja, gut, so viel können wir eh nicht auspacken, wahrscheinlich. Ephedrin. Wir brauchen aber eine Ephedrin-Verbindung, ne? So. Dafür siehst du genau, das ist gen perfekt. Salz. Perfekt, weil dann. Hier drin können wir das machen, brauchen keinen Ofen dann. Und dann haben wir da. Oh, schön. Schön, schön, schön. Also wieder viel Essig, dies, das, Ananas. Sehr schön. Sauber. So, ihr Lieben bei YouTube, ich mache mal fix einen Kaffee. Bis gleich oder bis morgen in der nächsten Folge. So, ich lasse die Perücke jetzt mal ab. Die ist unfassbar am Jucken heute. So, dann müssen wir, wenn wir nachher wieder herkommen, den ganzen anderen Scheiß mal mitbringen. Hier die Vitaminzeug und so, ne? Beziehungsweise hier das und Essig und sowas, ne? Und Ethanol. Das bringen wir dann alles hier mit. Ja, am besten im großen. Oh. Er greift mich, glaube ich, gar nicht an, weil ich die bezahlt habe vorhin. So, wir schauen mal, wo wir jetzt hier ein Telefon finden. Zuweisen, okay. Homeoffice, da muss der Kram ja von der BG abgenommen werden. So weit kommt das noch. Ich bleibe bei Mobilwork. Mobilwork? Also im Park. Da vorne sind Telefone. Bitte nicht. Junge. Oh nee, mit dem Stoppschild, ey, wirklich? Hau ab. Ey. Ja, toll. Toll. Jetzt haut er ab und der andere liegt. Ey, so eine. Die haben mir das komplette Geld abgenommen, ne? Das komplette Geld. Ja gut, das war glaube ich jetzt nicht so viel, aber scheiße ist das. Oh, die stehen da immer noch. Die rollen hier, ey. Die da oben. Hey, you're not a cop, right? Weil wir wenigstens ein bisschen Geld auf Tasche kriegen hier. Goodies.
2 Gramm. Alright, someone's getting hammered tonight. And here comes my present. Und 3 Gramm. You gotta go, you gotta go. So, Telefon, wo sind sie? Da drin? Nee. Da. Mobiles Arbeiten ist rechtlich halt was anderes. Für Homeoffice-Arbeitsplätze gibt es Vorgaben von der BG und ich lasse mir von denen doch nicht vorschreiben, wie ich mich einrichte. Ja, denen geht es nur um deine Sicherheit. Teilen. Yo, I got news. I heard about a moonshiner operating somewhere in the jungle, west of Calajon. He might be a good source of ethanol, I imagine. Ask around and maybe start looking for ways of expanding our sales there as well. I believe in ya. Für Ethanol, das ist gut. Hello there, friend. One of my associates will need backup in acquiring something that belongs to me. Okay. At least, I need it to belong to me very much. Sending you the location. Rolf, Kartellstufe 14. Mach mit beim Raubüberfall. Finde den Schwarzbrenner. Finde den Schwarz. Aber wo wird denn der? Wird der gar nicht markiert hier? Soll ich den so einfach finden? Aber die andere Quest wird auch nicht markiert, ne? Doch da. Ah, da drüben. Aha. Okay. Machen wir auf jeden Fall. Noch nicht sofort, aber machen wir auf jeden Fall. So, oh ja, ärgerlich, wie viel Geld haben wir denn jetzt auf Tasche? Hallo? 14.000, super. Oh, kommst du hier den Stein nicht hoch? So, wir gehen mal nach da unten, ne? Ne, nach da. Nee, er hat ja nur Dings. So, ein bisschen Geld machen hier, auch wenn das nicht viel bringt. Aber gut, dass ich sowieso immer regelmäßig Geld wegbringe. Oh nee, krieg nur ein. Okay, I'm gonna bounce. Bounce, bounce, bounce. Bounce, baby, bounce. Na, den waren wir ja gerade erst gewesen bei ihm. Hier ist ja das Dings, genau. Ah ja, hier waren wir ja gerade erst gewesen, haben alles fertig gemacht, okay. Alles klar. Wir müssen so rüber zu Markus. Also wir müssen quasi in den Bunker. Ist ja das Gute, wenn du die Dealer hast, ne? Achso, die sind ja schon bedient. Die haben ein Geld. Ich hoffe wirklich, dass sie nicht überfallen werden können. Ah, ich hätte hier nochmal in diesen Laden reingucken können, ne? Aber können wir auch später nochmal machen. Bounce, bounce, bounce. Da müssen wir denn so mit dem Boot rüber.
Wo ist denn hier? Wir brauchen auch ein anderes Gerät noch. Schau mich gleich mal um oben. Nee, nicht kaufen. Warum wollen die mich eigentlich immer so random filzen? Das gibt's doch nicht. Ich bin keine hochinteressante Person gerade aktuell. Also nicht notwendig. Das ist reine Schikane. Würde ich auch versuchen. Ja, vielleicht klappt das, wenn du zum Arzt gehst und sagst, du brauchst einen höhenverstellbaren Dings. Warum nicht? Klar. Ja. Er bescheinigt dir, dass du was mit dem Rücken hast. Schön wäre es wirklich, wenn man per Knopfdruck, wie bei LS hier, es größer machen könnte oder so einen Wegpunkt setzen könnte, ne? Wie so ein kleines Navi. Das wäre halt auch super hier. So. Sie hat, ja, sie hat noch ein bisschen was, das ist okay. Zum Schluss gehen wir so noch einmal rum und füllen alle wieder auf. Auch hier können wir mal welche mitnehmen. So. Ach, hier fehlt Dünger. Hatten wir hier irgendwo Dünger gehabt? Nee. Müssen wir schauen, dass wir hier Dünger nächstes Mal mitbringen. Aber der hat ja ein bisschen was gebracht hier. Ja, guck mal. Haben wir aber immer noch über 100. 106 haben wir. Und fast 600 Gramm. Haben wir 8. Die 3er hatten wir auch. 3 und 5, ja. 3 und 5, 10. 3. 5 und 10. Naja, machen wir noch ein paar Einer. Ruhig. Machen wir nochmal 6 Einer hier. 6. Hallo Krümel, kommt leise in den Chat. Hallo Phantomchen. So leise war das aber nicht. Einen wunderschönen guten Abend. So. Die brauchen wir nicht beliefern. Okay. Seit drei Tagen kein Bock auf Zocken, Eggie. Oha. Ja, welcher Mensch rennt so, ne? Welcher Mensch rennt so, Party, ey? Weil der Bus kommt ja nicht um diese Zeit. Oh, ich gehe falsche Richtung. Gib zu, du rennst auch so. Stocksteif. Man kriegt hier nochmal irgendwann eine Wumme oder sowas. Da könnten wir eigentlich rüberfahren. Ne? Einfacher. Ach, guck mal, da oben winken schon wieder die ganzen Suchtis.
3 Gramm will er. Haben wir noch nicht. Muchas gracias. Muchas gracias. Gibt Eggy sein schreiendes Babykrümelmonster hin. Hier, du hast die wach gemacht, also bringen sie wieder zum Schlafen. Hm. So. So, wir düsen die Insel kurz ab, gehen kurz zum Bunker und dann flitzen wir rüber und machen die Quest weiter. So, wie viel hat die noch? 49, das sieht noch ganz gut aus. Sehr gut. Hier, wenn wir hier sind, müssen wir hier immer dran vorbei eigentlich, ne, wegen den Amphetaminen. Sieht das hier jetzt eigentlich aus? Okay, sehr gut. Schön. Essig haben wir, okay. B-b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 -
Komm mir nicht auf Twitch, klappt gerade nicht mit der Anmeldung. Lol, was ist da los, Mike? Was ist da los? Eisbad, Labor, Wasserbad. Das werden wir hier nicht kriegen. Eisbad oder Wasserbad, das gibt's ja hier gar nicht. Nein, 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 das kriegen wir hier nicht. Welcome, welcome back. Nee, 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 das kriegen wir hier nicht. Der hat, glaube ich, gar keine Geräte, ne? Nee, nee, das kriegen wir hier nicht. Well, pity. Goodbye. Mm-mm. Also wir brauchen Labor-Wasserbad oder Labor-Eisbad, um halt die Ephedrin-Verbindung zu kriegen. Chemietafel, Labor-Zentrifuge oder Labor-Kreisschüttler bräuchten wir. Wir müssen halt gleich die Quest weitermachen, um da halt hochwertigere Produkte zu bekommen. Ne? Klingt doof, aber ich muss Cookies akzeptieren und kann nicht auf den Button für akzeptieren klicken, weil man am Handy nicht nach unten scrollen kann. Hä? Was denn das? Mist. Naja, aber bist ja bei YouTube, Mike. Zack. Oh, lecker. Was denn für ein? Bitte sag Zitrone. Bitte Zitrone, Buddy. Bitte Zitronenkrümeltee. Wildfrucht. Okay, Wildfrucht auch stabil. Wildfrucht auch vollkommen in Ordnung. Letztes Mal hast du den Zitronenkrümeltee schon mal warm getrunken. Den kriegt man nämlich am Bahnhöfen, kriegt man den in diesen Automaten warm. Das ist richtig Porno, ne? Das ist besser als ein Kuss. Was hast du gegen Pfirsich? Ja, Pfirsich mag ich nicht so. Ich habe früher immer nur alles Pfirsich getrunken. Pfirsich Zitronentee, Pfirsich Krümeltee. Mittlerweile mag ich das gar nicht mehr. Mittlerweile liebe ich, ne? Zitrone. Den von Gut und Günstig, der ist super, finde ich. Langt. Vollkommen, Patti. Und jeder kennt's. Jeder hat schon mal diesen Krümeltee in diesen Deckel gemacht, diesen Deckel genommen, zerdrückt und die Krümel reingeschüttet. Jeder.